Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zur nächsten Episode von Throgs Kampagne, wo der Troll schlauer ist als der Mensch. Und in der letzten Episode habe ich vergessen, eine meiner Städte umzubenennen nach Zuschauereinschriften, nämlich von Voltix Throgs Winterpalast. Wundervoll. Hier oben zieht er sich zurück, wenn er gerade ein bisschen Auszeit braucht davon, sein Heimatland finanziell und diplomatisch zu zerstören. Das erinnert mich an kontemporäre Politiker in der Weltpolitik. Ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine. Hier gibt es jetzt ein Symbol für die gewonnene Schlacht. Finde ich sehr schön. Gibt es noch was, irgendwas? Irgendwelche Boni? Nö. Also nee, ist nur die Stadt, die wir kaputt gemacht haben. Gut, in der letzten Runde haben wir einen Angriff dieser Chaos-Rebellen niedergeschlagen. Das war ziemlich gut. Wir könnten eventuell versuchen, sie völlig aufzureiben. Ihre Trolle kriegen wir kaputt mit unseren 4 Fernkämpfern. Gar kein Problem, die sind sofort weg. Er hat nur ein Chaos-Kriegerregiment, das wir mit unseren normalen Marauders und Berserkern aufhalten können. Hunde sind ein bisschen gefährlich. Aber alle seine Truppen sind schon ziemlich entleert. Und es wäre eine gute Sache, diese Armee niederzumachen. Unsere vielen Fernkämpfer können uns, glaube ich, da echt viel bringen. Wir müssen die schützen, unsere vielen Fernkämpfer. Ich glaube, das kriegen wir hin. 4 Fernkämpfer mit einer Salve flüchten die Trolle. Dann haben wir nur noch einen Troll in der Verteidigung. Außerdem füllt er sich nur auf die ganze Zeit. Ne? Der ist jetzt gerade in... Was für eine Stellung ist er? Ich kann es mir nicht genau ansehen. Wäre wichtig, die kaputt zu machen. Mal sehen, was die Balance of Power Bar sagt. Kriegen wir das hin? Wir haben viele Fernkämpfer. Die Chaos-Kriegshunde mit Gift, 28 Mili-Attack, 19 Mili-Defense könnten Gefahr werden. Aber die Brutes of the Hound reißen die einfach in Stücke. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ach, die Balance of Power Bar ist sogar sowas von in unseren Zugunsten ausgelegt. Das müssen wir gar nicht manuell machen. Wir machen das Ganze automatisch. Bam. Schon wieder was gespart. Und hier wird auch weiterhin geopfert. Und mehr Loot haben wir auch noch. Perfekt. So sieht's aus, Chaos. Wenn ihr euch gegen die North Sky hebt, dann seid ihr alle im Eimer. Immer ganz im Ernst. Was wollt ihr denn da machen? Ihr habt keine Chance. Und unsere Marauder werden auch noch besser. Welche machen wir besser? Am liebsten würde ich alle besser machen. Wir haben eine ganze Menge Jäger, oder? Wie viele Jäger haben wir? Wir haben 2 Stück. Die werden mit Sicherheit nützlich werden. Speerträger haben wir nicht so viele und ist auch nur gegen große Truppen nützlich. Ich glaube, wir holen uns die Jäger. Champions haben wir auch nicht so viele. Berserker wäre natürlich gut, aber ich glaube, wir leveln mal unsere Speerwerfer auf. Gut. So, unsere Geldmittel sehen auch gut aus. Throg ruht sich noch ein bisschen aus. Ich denke mal, wir lassen das erstmal so. Wir rekrutieren nichts Neues und gehen direkt in den nächsten Zug. Falls ihr Vorschläge habt, wie wir in dieser Kampagne weitermachen sollen, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, wie ihr bei euren Kampagnen vorgegangen seid. Denn wie ihr seht, bin ich ein ziemlicher Noob und mache immer mal wieder ein paar Fehler, die das ist sehr schön, die Kampagne ein bisschen in die Länge ziehen. Aber vielleicht macht es Spaß zu sehen, wie ich hier mit euch zusammen lerne. Vielleicht finden sie aber auch frustrierend. Falls ja, schreibt es in die Kommentare. Ha! Okay, wie sieht's aus? Was machen wir als nächstes? Wir wollen... Melee Defense plus 5 für alle Marauder Units. Nicht schlecht, aber wir wollen mehr Public Order. Increased Sacking Income. Oh, das ist ziemlich gut, aber Post-Battle Loot, das können wir eigentlich fast nicht ausschlagen, weil wir wahrscheinlich oft noch kämpfen werden. Und wir brauchen das Geld. Plus 15 Missile Damage für alle unsere Fernkämpfer. Plus 15%. Das ist eine ganze Menge. Und dann können wir als nächstes zu Butcher's Captives gehen. Machen wir mal das. Okay.
Wir können, glaube ich... Oh, Fort Strogoff ist relativ gut gesichert. Aber wenn ich jetzt nicht angreife, befürchte ich, dass er hier unterstützen wird mit der Armee. Und dann kann ich es nicht mehr so einfach überrennen. Und momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir haben hier nur ein paar Marauder, die ein bisschen beschädigt sind. Aber er hat dafür nur ein paar normale Schwertkämpfer, ein paar Bogenschützen. Pistoliere. Ich denke mal, wir können ganz normal in den Kampf gehen. Zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Los geht's. Oh nein, die Zwerge. Oh. Sieh mal einer an. Sieht so aus, als ist das Spiel nicht der Meinung, dass das so ein deutlicher Sieg für mich wird. Dabei sind meine Nahkämpfer eigentlich besser als seine. Deutlich besser. Also unsere Kampflinie sollte die eigentlich niedermachen. ...28 Weapon Strength, wir sind bei 31. Seine Pistoliere machen mir ein bisschen Angst. Die haben eine Geschwindigkeit von 92. Die kriegen wir mit unseren Hunden mit Sicherheit. Können die schießen, wenn sie sich bewegen? Ja, leider. Hoffentlich können die nur nach vorne schießen, aber wahrscheinlich überall hin. Das könnte ein bisschen ein Problem werden. Fernkämpfer fressen nur mit unseren Hunden. Da hat eigentlich nichts, was er machen kann, um uns aufzuhalten. Außerdem haben wir den Frostwurm. Ich meine, der schnappt sich die Pistoliere. Dann können die nicht mehr weglaufen. Dann fressen die Hunde. Und dann haben wir hier ein ganz gutes System, wo wir diesen Vadim Osokin aus Kislev niedermachen und auffressen, liest vertilgen. Das Skaven-Truppen sehen, habe die Diskussion. Ich entschuldige mich nochmal, dass das grafisch, Entschuldigung, so furchtbar ausgesehen hat. Oh, Entschuldigung. Ich habe schon wieder den Bug vergessen, dass während der Ladezeit die Aufnahme manchmal pausiert. Was ich gesagt habe ist, ich hoffe, wenn ihr das... Oh, hier sieht es doch gleich ganz anders aus. Solltet ihr das Skaven-Truppenkarten-Diskussionsvideo angesehen haben, entschuldige ich mich dafür, dass das so furchtbar ausgesehen hat, grafisch. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon so viel Zeit daran reingesteckt, diese ganzen Infos zu finden. Und dann hatte ich einfach nicht mehr die Motivation, hier noch was anderes draus zu machen. Vielleicht hätte ich einfach so ein Video von einem anderen YouTuber nehmen können und darüber sprechen, aber am Ende gibt es dann irgendwelche Probleme mit Copyright und so, deswegen wollte ich das dann auch nicht machen. Gut, wir haben Trolle hier, wir haben Trolle da, unsere Fernkämpfer kommen in die hintere Linie. Hunde als mobile Truppe in Gruppe 4. Throck kommt in die Mitte rein. Ihr kommt in Gruppe 1. Und unsere Hautwölfe, ihr seid ja ziemlich schnell, ne? 75. Enorm. Ihr kommt hier mit dazu. Wir lassen uns erstmal ein bisschen Zeit, bevor wir den Angriff gehen. Unser Gegner wird defensiv sein, das sehen wir. Der bewegt sich kein Stück. Und deswegen bewegen wir uns jetzt mal ganz langsam und gemächlich vor. Wir brauchen noch gar nicht rennen, wir laufen. Hier sehen wir die gegnerischen Schuss... Kegel. Schusskegel, genau, so nenne ich das. Auf der Karte sieht man es leider ziemlich schlecht, weil die rot sind und die Karte auch so ein bisschen erdig, lehmig rot. Aber okay. Wie hat er sich denn aufgestellt? In der Frontlinie sind die Fernkämpfer, das ist immer gut, weil sie da nicht so schnell so viel schießen können, weil sie sich sofort zurückziehen müssen, dann können sie Ewigkeiten nicht mehr schießen. Also wenn ihr eure eigenen Armeen formiert, stellt eure Fernkämpfer nicht nach vorne. In den meisten Fällen ist das keine gute Idee, weil wenn der Gegner eine offensive Armee hat, mit der er euch angreifen möchte, müsst ihr eure Fernkämpfer zurückziehen im richtigen Moment und das dauert halt eine Weile, weil die langsam sind. Okay. Soweit so gut. Unsere Schlachtlinie ist größer als seine. Das können wir ausnutzen, um ihn zu flankieren. Wir können außerdem mit unseren Speeren auf ihn werfen. Unsere Hautwölfe packen wir am besten auch irgendwo an die Flanke. Die Trolle sind, glaube ich, tun ganz gut daran, wenn sie zentral mit durch die gegnerische Linie brechen, denn hier sind mehr diese normalen Schwertkämpfer und vor allem die Generals... Au! Kann Frog eigentlich kotzen? Nee, er kann nicht so gut kotzen. Schade. Das wäre vielleicht keine gute Idee, normalen Marauders, die sowieso schon so geschwächt sind, so weit nach vorne zu packen. Aber egal. Wir müssen jetzt praktisch angreifen. Ab in den Angriff. Los geht's.
Vielleicht nicht unbedingt mit den Trollen führen. Okay, ab in den Angriff. Hier angreifen. Wird wahrscheinlich sowieso vorrücken. Hier angreifen, hier angreifen. Die Trolle kommen hinterher. Jetzt ist Zeit reinzugehen. Und Throck hier angreift. Auch irgendwo hier an. Los geht's. So, er fängt an auf mich zu feuern. Auf wen schießt er? Er schießt auf die Marauder, das ist gut. Habe ich mehr Zeit, ihn zu umgehen. Können wir schon mal einen Magiekotzer auf ihn losschicken. Nur nicht so richtig, aber wir machen es, sobald wir die Möglichkeit haben. Und los geht's. So, die zerlegen wir jetzt. Dann schießt er halt von mir aus ein bisschen auf uns. Sei es drum. Hauptsache, wir erledigen die Typen. Angriff, 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 Angriff. Thork, hast du schon gekotzt? Sieht so aus, aber so richtig viel hat es nicht gebracht. Gut, nächste Aktion. Wir werfen mit Speeren um uns. Hier angreifen. Die ersten Truppen sind weg. Das flieht auch schon alles wie wild. Ihr bleibt hier stehen. Und ich glaube, die gegnerische Armee ist schon so gut wie erledigt. So wie das hier gerade aussieht. Hier noch ein Angriff in den Rücken. Damit Vladim Ostok Angst und unter Angst und Terror leidet und dann gleich flieht. Hier schießen wir auf diese Schwertkämpfer. Hautwölfe macht hier alles kaputt. Gut, hier machen wir die Fernkämpfe kaputt. Ihr kommt hier weiter und ich glaube, das haben wir in der Tasche. Ich frage mich, wie die darauf gekommen sind, dass das angeblich so knapp sein soll, dieser Kampf. Wir haben das ja sowas von Haus hoch gewonnen, dass es knallt. Kommt, fangt die Pistoliere ein, das müsst ihr auch hinkriegen. Und das war's. Schnappen wir uns so viele es gibt. Das können wir nachher alles gebrauchen als... Ja, als Geld. Ja, weil können wir nachher opfern. Die können wir fressen. Mit denen können wir alles Mögliche Schöne machen. Um unsere Armee schneller wieder auf Vordermann zu bringen, um mehr Geld zu erhalten, um für die dunklen Götter, um sie für die dunklen Götter zu opfern, um unsere Moral zu erhöhen, geht alles. Gute Arbeit, Frostwürm. Gute Arbeit, Trolle. Da haben wir die doch ordentlich überrannt. Das ist gar nicht so eng geworden, wie das Spiel es gedacht hat. Das Spiel ist immer so ein bisschen, weiß nicht so genau, was es tun soll bei diesen ganzen Schätzungen, wie die Balance of Power Bar aussehen soll bei den normalen Kampagnenschlachten. Vor allem, weil die KI eben einfach nicht so klug ist und immer wieder auf die gleichen einfachen Fehler reinfällt und sich flankieren lässt und solche Sachen macht und dann ist sie tot. Sehr ausgezahlt. 93 Kills. Entschuldigung, im nächsten Video werde ich wieder auf Monitor Capture einstellen, damit das nicht immer pausiert. Also, ich bin sehr zufrieden mit den Mordesleistungen unserer Hunde und unserer Trolle und unserer Frostwürm und Throck. Sehr, sehr schön. Wie erwartet, hatte das Imperium keine Chance. Und wir plündern das ganze 2600 Gold. Nehmen wir immer gerne mit. Oh, Miss Stalkers Femi. Oh, noch mehr Geld von, wenn wir die Harrier plündern. Oh yeah. Income from all buildings minus 5. Nein, was ist denn das los? Wir kriegen ja immer mehr Boni auf Loot. Das ist ja super. Okay, wir haben auch ein neues Level. Wir wollten hier hingehen zu Spawns of Chaos. Und wir wollen unbedingt Lightning Strike haben. Genau. Casualty Replenishment Rate ist aber wahrscheinlich jetzt gerade wichtiger. Wir wollen so schnell wie möglich immer unsere Truppen regenerieren. Hier sind Zwerge, wenn die Zwerge auf uns zukommen und die mit uns
Streit anfangen wollen, müssen wir eigentlich fliehen. Leider können wir nicht in ein Raiding-Camp Stellung gehen, was ein bisschen schade ist, aber Khazad-Bord Kark könnten wir überfallen. Da sind nicht genug Zwerge, um es aufzuhalten. Und auch Skjorg-Thraken nicht. Das wäre doch mal schön, den Zwergen mal so richtig eins auszuwischen. Wenn wir noch unsere Vielmehr-Krieger hätten, ich glaube, würde das ganz gut funktionieren. Hier können wir noch plündern. Diese Armee wird uns wahrscheinlich keine Paroli bieten können. Aber ich will nicht ausgelöscht werden. Vielleicht soll ich lieber ein kleines bisschen vorsichtiger sein für einen Zug. Wie weit bewegen die sich? Die können sich hierhin bewegen. Ja, okay, ich bewege mich mal hierhin. Raiding Camp bringt uns eh nichts momentan. Deswegen kann es mir egal sein. Okay, lass die erstmal so stehen. Lass die erstmal so stehen. Mehr muss Throck hier an dieser Stelle nicht machen. Okay, wie sieht's hier oben aus? Unsere Provinz stabilisiert sich langsam aber sicher. Wir haben weitere Einnahmen durch unser Sklavencamp. Auch Throcks Winterpalast gedeiht. Wundervoll, wundervoll. Es geht doch, Mann. Wir kommen hier raus. Wir kommen aus dieser katastrophalen, misslichen Lage tatsächlich wieder raus. Ich glaub's nicht. Wundervoll. Am liebsten würde ich hier in Throcks Winterpalast auch noch ein Sklavencamp bauen. Kann ich das da auch bauen? Mal gucken. Ich glaube, es geht. Wir können es wenigstens bis Level 2 bringen. Oh, First Dash. Hier, Throcks Winterpalast. Ja, genau. Wir brauchen mehr Geld. Das werden wir auf jeden Fall brauchen können, deswegen level ich das mal auf. Kostet mich zwar jetzt kurzfristig ein bisschen was, aber auf Dauer gesehen wird sich das auf jeden Fall auszahlen. Gut. Okay, ab in den nächsten Zug. Oh, hier ist mal wieder richtig warm. Luftfeuchtigkeit immer 80-90%. Gut, mittlerweile nur noch bei 80. Ist ja nicht mehr so schlimm. Oh, was wollt ihr denn? Oh, ihr gebt uns 300 Gold? Für ein Friedensangebot. Wisst ihr was? Das hört sich so gut an. Ich würde mir niemals erlauben, dieses jemals zu brechen. Dankeschön. Ihr doofen Zwerge. Ihr seid so doof. Wir werden euch in Stücke reißen. Income from Raiding minus 50%, das können wir nicht machen. Growth minus 20, das ist okay. Da sind wir jetzt eh nicht drauf angewiesen. Okay, soweit so gut. Wir begeben uns jetzt in eine Raiding-Camp-Stellung hier drüben. Vielleicht können wir unseren... Sehr schön, da sind wir so in zwei, drei Zügen wieder auf voller Energie. Na okay, zwei Züge sollten eigentlich reichen. Mehr will ich gar nicht warten. Wenn da halt ein paar Marauder nicht ganz aufgefüllt sind, ist mir das egal. Und wir könnten Fort Stragov dann eigentlich dem Erdboden gleich machen und sie für den Hund opfern. Dauert zwar noch eine Weile, bis wir hier unsere Gunst bekommen, aber wir haben ja Zeit. Wir haben jedenfalls so lange Zeit, bis Warhammer Total War 2 rauskommt und wir die Skaven-Kampagne anfangen müssen. Ich weiß, es ist noch eine Waldelfen-Kampagne im Hintergrund, die noch gespielt werden muss. Und das machen wir auch noch. Das machen wir, und wenn es mich umbringt. So, gut. Sollen wir sie angreifen? Fort Stragov? Oder warten wir noch eine Runde? Wir greifen sie mal an. So, die machen wir platt. Auf Wiedersehen, keine Verluste. Und jetzt plündern wir euch für den Hund. Denn wir wollen ja bessere Nahkampftruppen haben. Plus 20% Casualty Replenishment Rate, auch ziemlich gut.
Das ist nicht so toll. Das ist auch gut. Aber nee, also das hier bringt auf jeden Fall einiges. Dankeschön. Und ein weiteres Level. Das setzen wir sofort ein in reduziertes Upkeep. Ja, reduziertes Upkeep für unsere Truppen. Gut, 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 gut. Wir kommen aus unserer Geldbredouille raus. Hättet ihr es gedacht? Seid ehrlich, hättet ihr es gedacht, dass wir da nochmal rauskommen? Ich wette, ihr hättet es nicht gedacht. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich hätte es ja auch fast nicht gedacht, dass das noch passiert. Gut, wie machen wir weiter? Eigentlich hätte ich die Brutes of the Hound lieber hier in der Armee hier unten mittlerweile, aber wir haben ja gesehen, dass es sehr nützlich war, das hier zu haben. Vielleicht können wir ein bisschen plündern gehen. Wo fängt die gegnerische Region an? Hier? Wenn wir hier plündern, ist es dann Krieg? Ja, vielleicht soll ich das nicht unbedingt machen. Vielleicht sollte ich das nicht unbedingt machen. Warten wir lieber, bis wir und bis unsere öffentliche Ordnung ein bisschen höher ist. Dann tragen wir den Krieg zu den Daviamol. Ihr habt mir immer gesagt, ich soll nicht so viele Kriege anfangen mit allen möglichen Fraktionen, die durch die Gegend laufen. Und vermutlich habt ihr recht. Eventuell ist es jetzt eine... Aber die Davi kriegen wir doch kaputt, oder? Kriegen wir die Davi kaputt? Ich weiß es nicht. Ich denke, wir kriegen sie kaputt. Ich meine, die haben selber den Krieg gegen mich angefangen. Ja, okay. Ich nehme mir eure Kommentare zu Herzen, nicht gegen alle Fraktionen Krieg anzufangen. Ah, perfekt. Wir haben Throgs Winterpalast aus... Das wäre auch nicht schlecht, aber brauchen wir jetzt natürlich nicht. Wir brauchen mehr Geld, wie angekündigt. Wir könnten Handel treiben, aber wir treiben keinen Handel. Wir töten alles nur. Das ist ja ein Blödsinn. Das zahlt sich in 10 Runden aus. Machen wir. Und wir können gleich den nächsten Level bauen, aber dann geht uns so schnell das Geld aus. Lassen wir es erstmal dabei. Lassen wir es erstmal dabei und dann fangen wir an, hier im Süden runter zu gehen. Vielleicht auf dem Weg bewegen wir uns vielleicht nochmal hier durch diese Imperiumsprovinzen, um sie nochmal niederzumachen, ein bisschen Geld einzusammeln. Und dann gehen wir rüber und erobern unsere Länder zurück, indem wir die Lords der Gegner töten. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Ich hoffe, er gefällt euch. Hier können wir noch ein bisschen plündern. 307 Gold. Das ist schön. Vielleicht können wir noch ein paar Truppen bauen. Fort Ortho Kislev scheint es nicht so gut zu gehen, so wie es aussieht. Vielleicht liegt es daran, weil ich ihre Städte geplündert und vernichtet habe. Möglich. Soll mir recht sein. Ist mir egal. So, was ist mit euch los? Ihr wollt Frieden? Okay, Frieden, ja. Frieden ist genau das, was ich will. Was ich immer will, natürlich. Ich möchte nie etwas anderes als Frieden. Ich meine, klar. Ostland. Dann können wir sogar noch einmal kämpfen und ein bisschen mehr Geld aus den zerschmetterten Imperiumskörpern herausholen. Ein bisschen Loot, ein paar Schwerter, ein paar Schilde. Nur machen wir die Agenten des Imperiums ein bisschen Angst, denn ich habe nichts, um das momentan zu kontern. Lost Armor. Ich will eigentlich nichts davon. Mist. Na gut, Panzerung haben wir eh nicht so viel. Machen wir das. Okay. Wieder bei voller Gesundheit. Ehrengrad. Lohnt sich fast nicht zu plündern. Aber wir könnten es opfern oder irgendwas anderes draus machen. Was können wir draus machen, wenn wir es erobern? Lohnt sich eigentlich fast nicht. Oder wenn ich das... Ich soll es einfach links liegen lassen. Oder da sind fast keine Gebäude drin, die ich ausplündern kann. Lassen wir es in Ruhe.
Falls unser Gegner vorhat, uns jetzt anzugreifen, während wir direkt neben ihm stehen, finde ich das gut, dann kann er das machen. Ansonsten bewegen wir uns jetzt einfach weiter. Hier in den Wald. Gut. Okay, Geldmittel sind ganz okay. Noch 3 Züge. Sieht das gut aus? Okay, wir können hier weiterbauen. Das machen wir. 200 Gold mehr. Da haben wir nur noch 50 Malus pro Zug. Jedenfalls für eine Weile. Und wir kriegen mehr, wenn wir gegnerische Orte plündern. Machen wir. Und dann suchen wir uns die gegnerischen, die Norska-Anführer raus und erledigen einen nach dem anderen. Oh. Prove their worth. Brauchen wir alles, eigentlich beides nicht. Ja, aber nehmen wir das. Nehmen wir das. Das ist okay. Castle von Rauken sollte eigentlich geplündert werden. Wir haben wieder einiges Schönes gebaut. Das sich auf jeden Fall zu plündern lohnt. Oh, leider kommen wir hier gerade nicht so weit. Aber wir bewegen uns ein bisschen weiter. Hier ist eine große Armee, die könnte uns gefährlich werden. Aber wir haben die Möglichkeit noch auszuweichen, deswegen ist das okay. Kassel von Rauten nehmen wir auf jeden Fall mit, das plündern wir auf dem Weg nach Norden. Oh, wir haben einen Rang hier. Was packen wir hier rein? Machen wir hier noch bessere Speerwerfer. So, noch 2 Züge, bis das hier fertig gebaut ist. Okay. Und ansonsten geben wir gerade mal kein Geld aus. Weiter geht's. Vermutlich kommt auch in dieser Kampagne das Chaos irgendwann. Hat er sich wohl gedacht, ne? Er hat sich wohl gedacht, dass er Castle von Rauken schützen möchte. Konföderation, oh, Bretonia beginnt jetzt schon. Gut, bauen brauchen tun wir jetzt eh nichts mehr für eine Weile. Aber schnellere Forschungsrate ist gut, das nehmen wir. Castle von Rauken können wir jetzt wahrscheinlich nicht plündern. Die ganzen Städte sind jetzt gut verteidigt. Daher gehen wir jetzt einfach weiter. Dafür wird Norden mit Sicherheit nicht verteidigt sein. Den plündern wir aus. Wir können ihn vielleicht auf normal plündern, auf 94. Ja, okay. Plündern wir ein bisschen rum. Jetzt brauchen wir auch wieder Geld, so wie es aussieht. Ich hoffe, Salzenmund ist auch ein köstliches Ziel, das wir uns schnappen können. Die ganzen Gebäude zu bauen, hat uns wieder ein bisschen viel Geld gekostet, aber ich denke, es lohnt sich, weil es uns alles wieder Geld einbringt. So. Norden. Wir erledigen euch. Silbernes Erfahrungsschäfer mit unseren Hautwölfen. So, das bringt uns wieder durch einen Zug. Und wir plündern. Oh, ein Außenposten wäre natürlich auch nicht schlecht, aber unglücklicherweise sind da die Gegner zu nah dran. Deswegen plündern wir das Ganze nur. Oh, Sword of Anti-Heroes. Nicht schlecht. Oh, meine Güte. Den müssen wir ihm unbedingt geben. Warum ist er nicht automatisch in ihm drin? Dieser zusätzliche Camp. Mutant Regeneration. Nicht schlecht, bringt aber links nur was für Trolle, insofern. Nicht unbedingt. Nehmen wir das hier. Wir brauchen das Geld. Wir sind ein Troll und brauchen das Geld. Und wir haben jetzt bald wieder minus 600. Ist nicht so schlimm. Ist okay. Damit können wir leben, würde ich sagen. Damit können wir leben. Wir können auch noch plündern, aber brauchen wir nicht. Wir versuchen lieber so schnell wie möglich zu Salzenmund. Oh nein. Ja, nee. Nee. Hauen wir lieber ab. Gehen wir hier. Vielleicht außenrum nach Dietershafen oder so. Okay, wir haben über 10 Züge Zeit.
und gütlich zu tun an den Gegnern. Und was versuchen wir jetzt? Wir nehmen unsere ursprünglichen Orte wieder ein. Am besten wäre es hier, die Wag einzunehmen. Dann hätten wir richtig viel auf einmal. Mal sehen, ob das funktionieren wird. Wir haben prinzipiell auch sogar jetzt zwei Angriffsvektoren. Einmal, Saal Encampment. Richtig viel gute Gebäude drin. Und Slaver Camp hat er auch noch. Das hätte ich wirklich gerne in meinem Besitz. Wir müssen ihn da ihren General suchen und niedermachen. Und dann können wir endlich auf Monsterjagd und so gehen. Gut. Nordland. Ihr wollt Frieden? Wie wäre es mit einem Counteroffer? Nein. Na gut, aber ihr seid jetzt schon in Friedensstimmung, das heißt, ich gehe davon aus, dass ihr schon Frieden, uns Frieden geben werdet. Full Speed. Ihr seid noch im Krieg mit mir? Nein, ihr seid neutral, interessanterweise. Leif Gulbrandsson ist ihr Chef. Und wo ist er? Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Oh, Dietershafen. Köstlich ausgebaut. Sollten wir angreifen bei Gelegenheit. Machen wir, wenn wir die Möglichkeit bekommen. Gut, weiter geht's. Leider haben sie die Einsamkeit nicht wieder aufgebaut, was mich ein bisschen stört. Aber sei es drum. Oh. Okay, so einfach wird das mir dann doch nicht machen. Dietershafen ist wieder verteidigt. Schade. Schade. Aber okay. Wir verziehen uns wieder. Unsere Armee ist stark genug, dass wir uns nicht fürchten müssen. Und wir suchen erstmal den Führer. Ja, wir suchen den Führer der Van Heimlings. Wir suchen, meine Güte, vor allem der Varg. Die sind ja überall. Wenn wir den Varg-Anführer kriegen, dann haben wir gewonnen. Und ich denke, das kriegen wir hin. Die haben sich ziemlich ausgebreitet. Aber seine Armee ist sicherlich nicht so stark wie unsere. Und so wie es aussieht, breitet er sich gerade irgendwie in den Südwesten aus. Eventuell würde er irgendwo hier sich rumtreiben. Mal sehen. Es wird jetzt doch endlich interessant. Was haben wir hier? Sota Ek. Da ist er. I'm told you want to talk. How disappointing. I was restless for a fight. Da ist er. Seine Armee ist momentan erschöpft. Weil sie schnell laufen. Er hat mehr Truppen als ich. Wir haben allerdings Monster, und zwar eine ganze Menge. Die hat er garantiert nicht auf seiner Seite. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie wir noch vergleichsweise schnell die Kampagne wieder rumreißen können. Vermutlich hat er eine Menge Marauder. Sonderlich, Erfahrung haben sie auch ein paar Punkte. Sotha Egg ist auch ziemlich aufgelevelt. Allerdings habe ich natürlich... Oh nein, ich habe nicht das Schiff. Das Schiff hat ja... Okay, Wulfric, wir brauchen Unterstützung von Wulfric, dem Wanderer. Wenn wir zusammen mit Wulfric, dem Wanderer, angreifen, kriegen wir ihn kaputt. Zusammen mit Wulfric, dem Wanderer, kriegen wir ihn kaputt. Das ist der Plan. Okay. Damit beenden wir diese Runde für heute. Und ihr wisst, was ansteht.
Wir sammeln unsere zwei Heere, Wulfric der Wanderer, zusammen in Kombination mit Throck, dem allmächtigen Troll, dem schlauesten Troll, der je die Warhammer-Welt betreten hat, und holen uns das zurück, was rechtlich, was unsere ist, was unser ist. Ich hoffe, ihr wünscht mir Glück. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.